Der US-Hersteller Novavax hat eine Marktzulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Das Vakzin ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA- noch ein Vektorimpfstoff, sondern er ist proteinbasiert. Bekennende Impfskeptiker wie die linken Politikerin Sarah Wagenknecht oder auch der Bayern-Profi Joshua Kimmich könnten dem Novavax-Produkt aufgeschlossener gegenüberstehen. Das Vakzin befindet sich jetzt in der Prüfphase durch die EU-Arzneimittelbehörde und mit einer Zulassungsentscheidung wird in einigen Wochen gerechnet.